Hey, ich habe gerade einen neuen YouTube-Kanal namens Neulich beim Gaming passiert 469 gestartet. Wow. Was ein Name, 10 von 10. Lass 1 Abo da, wenn du willst, lol. Und ich werde Fortnite spielen, um die lustigsten Skills und besten Memes zu holen. Mhm. Ja, wenn sonst nichts ist. Ist nur doof, dass ich im Moment nicht geht, weil ich den PC hier von meinem Dad bekommen habe. LMAO weiß, und nicht. Was? Und der nicht gut genug ist für das Spiel. Kannst du ihn upgraden? Danke. Und vergiss nicht, meinen Kanal anzugucken. Ich freue mich total über alle Kommentare. Außer über die negativen, die kannst du für dich behalten, lol. Josh. Super, Josh. Will it run? Für diesen Auftrag musst du die App Will It Run aus dem Shop herunterladen. Du kannst sie dann auf dem Gerät eines Kunden installieren, um herauszufinden, ob sein Computer die empfohlene Spezifikation für bestimmte Software erfüllt. Sehr gut, das haben wir ja schon gemacht, eigentlich. So, was haben wir hier? Hey Mann, der PC ist in letzter Zeit etwas langsam und jemand meinte, ich brauche vielleicht einen neuen RAM-Block. Ich dachte mir, mit RAM-Blöcken macht die Polizei Türen auf, aber naja, ist jetzt auch egal. Jedenfalls kannst du mir noch 2-4 GB RAM-Riegel einbauen. Ach ja, und stimmt das, dass so eine Art, dass so eine Art Arzt für den Computer bist? Hab nämlich Zeug auf meinem Bildschirm aufploppen sehen und meine Freundin sagt, das könnte ein Virus sein. Kannst du das desinfizieren oder so? Danke, Digga. Desinfiziere nächstes Mal mir die Hände, bevor ich deinen PC anfasse. Das wurde ja. Ahoi, habt ihr von MC selbst gehört? Nein. Ist es das nautische Piraten-Simulationsspiel und gestern... Ist das Werbung hier? Kriegen wir gerade Werbung angedreht? Und gestern haben diese Deckschrubber von Buccaneer Studios endlich die neueste Erweiterung veröffentlicht. Be still the waters of my doom. Das Problem ist nur, dass mein Computer im Moment nicht unbedingt ein Flaggschiff ist und die Erweiterung hat ganz neue Wasser-Rendering-Technologie eingeführt. Oh, was ein Müll. Wer packt in DLCs grafische Vorteile rein? Das ist scheiße. Naja, okay. Aber ich kann sie nicht nutzen. Könnt ihr eine Art... Was heißt ihr? Kann ich eine Art GeForce GTX 1060 oder was Besseres für mich kapern, damit ich die Wellen des Verderbens in aller Pracht sehen kann? Kriegen wir hin. Und wenn ihr das so schnell wie möglich erledigt, wäre ich höchst dankbar. Mich zieht es mit meiner Mannschaft wieder auf die 7 Meere. Mit nautischen Grüßen, Captain COD 98. Von mir aus. Mit 1060 und 2,4 GB RAM-Riegel. T-Force Dark Red. Whoops. So, kann ich dann auch genau 2 da draußen machen. Und dann wollen wir nochmal fortsetzen, hier in zurück Shop. Und du wolltest eine 1060 haben. Haben wir schon eine 1060? Ja, hier. Was Besseres allerdings nicht wirklich. Obwohl. Stimmt, wir haben auch die 89 und 89 Ti. Tun wir aber einfach mal die 1060 rein. Das wird schon passen. So, für den Fortnite-PC müssten wir vielleicht mal bei uns selbst hier Will It Run installieren. Oh, ich sehe, die haben die ganzen Sachen hier aus dem letzten Spiel mitgenommen. Sowas wie Sellout, Flipside, Bamboozle. Oh, Spiral Engine, das ist aber Ding, ist neu, dass das jetzt so heißt. Das hieß ja vorher, die hatten sie es genannt. Mir gerade gar nicht mehr sicher. Das sieht aber sehr viel schicker aus mittlerweile.
Wo waren wir? Fortnite. Benutzerdefinierte Werte. Ah. Okay. Schauen wir mal nach empfohlenen Specs. Bräuchten 8 GB, bleiben wir lieber bei denen hier. 4 GB. i5 6400. Hast du nicht. Und wir bräuchten eine 57 Ti. Die haben wir. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall den i5 6400. Wo sind wir hier? Für den Fortnite-PC. Theoretisch könnten wir denen noch ein besseres Netzteil kaufen. Da nehmen wir einfach nochmal. Brauchen wir zwar nicht ein 600 Watt Netzteil, aber kriegst noch ein 600 Watt Netzteil mit. Hast du genug Speicherplatz denn? Ich hoffe es sehr. 500 GB, ja, ist recht locker. Ja, wird schon passen. So, was haben wir hier? Ein paar neue Sachen haben wir da freigeschaltet. Neuen RAM, neue Grafikkarte und noch eine neue SSD und einen neuen CPU-Kühler. Und da nochmal Grafikkarte und RAM. Sehr schön. Jetzt lohnt es sich auch mal hier auf Kaufen zu klicken. So, die müssten wir alle angenommen haben. Ja. Und Spam. Müssen wir lesen, ganz wichtig. Haben Sie was in der Birne? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Hier bei Reanimated Systems Incorporated sind wir immer auf der Suche nach talentierten Gehirnen. Ja, ganz genau. Wir suchen für unser Team nach den klügsten Leuten mit den meisten saftigsten Hirnschmalz. Denn genug Gehirn haben wir nie. Denken Sie, dass Sie das Zeug dazu hätten? Dann kommen Sie zu uns und erhalten Sie Ihre individuelle Einschätzung. Wenn wir überzeugt sind, können Sie zum Mittagessen bleiben und ein integraler Teil von uns werden. Worauf warten Sie noch? So eine Gelegenheit bekommen Sie nie wieder. Antworten Sie jetzt und lassen Sie uns herausfinden, was Sie wirklich in der Birne haben. Reanimated Systems Incorporated, 425 Shamble Street, Necropolis. Ich weiß ja nicht. Lass mal einfach mal so stehen. Lass mal einfach mal so stehen. So, dann können wir mal unseren Arbeitstag hier beenden. Ich glaube, wir schaffen es jetzt heute sogar noch Level 5 zu erreichen. Ging ja verdammt schnell. Somit fangen wir an, hier 16 GB RAM und Viren beseitigen. So, erstmal hier oben und da unten aufmachen. Und dann stecken wir da kurz nochmal zwei Riegel dabei. Wow. Weiß ja jetzt nicht, ob ich das so schnell blinken lassen würde. Aber ist halt Geschmackssache, ne? Ist halt Geschmackssache. Muss jeder selbst wissen. So, ich vermute, ein Virenscanner wird hier wahrscheinlich noch nicht drauf sein. Nee. Installieren wir gerade mal. Wie gesagt, da müssen wir hinzufügen. Für gewisse Software ist es wichtig, dass der PC neu gestartet wird und Virenscanner, also um das nur mal kurz erklärt zu haben, vor allem Sachen, die Lower-Level-System sind, also die im Grunde direkt mit dem Betriebssystem auf dem niedrigsten Niveau mitlaufen und eigentlich bei egal was sie gerade tut mitlaufen muss, und Virenscanner ist eigentlich sowas, muss man das System neu starten. Im Normalfall. Deswegen ergibt das halt weniger Sinn.
finde es zwar gut, dass man nicht mehr für alles neu starten muss, weil das ist unnötig gewesen, aber gerade ein Virenscanner ist halt eine Sache, wo man eigentlich wirklich neu starten muss. So, das hätten wir allerdings auch getan. Sehr schön. Dann kann das weg. Dann kümmern wir uns um den PC mit der GTX 1060. Also wir bei unserem Be Quiet Case, nur diesmal in der Nicht-Sticker-Variante. Oh doch, mit Stickern, aber nicht mit den gleichen. Ja, aber eine 1060 macht auf jeden Fall deutlich mehr als eine RX 560. So, was hatten wir hier eigentlich für ein Netzteil drin? Gucken wir einfach gerade mal. 600 Watt, das passt. Das reicht locker aus. So. Dann können wir hier vorne auch nochmal zumachen. Gut, hier war ja sonst eigentlich nicht wirklich mehr was zu tun. Also kann eigentlich auch dieser PC schon weg. John schließt alle Kabel an und steckt den USB-Stick in den PC und schaltet ihn an. Das können wir gerne machen. Achso, jetzt müssen wir doch nochmal selbst verkabeln. Aber nur weil es das Tutorial so von uns will. Okay, machen wir halt einen USB-Stick erst rein. Ist ja gut. So, dann installieren wir gerade mal schnell ein Ründchen Will It Run. Was hast du denn für ein Hintergrundbild? Ah, okay, ja. Funny Gaming Moments. So, da sind wir. Wissen wir schon. Machen wir. Spezifikationen feststellen. Finde heraus, ob dieser PC die minimalen empfohlenen oder 4K-Systemanforderungen für das vom Kunden gewünschte Spiel erfüllt. Falls nicht, kaufe die Teile, die für den Abschluss des Auftrags notwendig sind. Wenn CPU oder GPU ein Upgrade brauchen, kannst du in der App Bauteilleistung nachschauen, ob die gewählte Komponente tatsächlich eine Verbesserung darstellt. Achte darauf, dass die GPU mindestens genauso viel VRAM hat wie erforderlich. Haben wir in dem Fall 2 GB. So, das heißt, jetzt können wir erstmal hier vorne aufmachen und auf der Rückseite auch gleich. Okay, hier müssen wir erstmal ran. Denn wir wollen ja auch ein neues Netzteil hier einbauen. So, 600 Watt ist nämlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, auch wenn wir es nicht brauchen. So, dann gehen wir hier auf die Vorderseite. Dann, oh, warum habe ich eigentlich die GPU gerade rausgenommen? Brauchen wir ja gar nicht. Wir müssen ja nur die CPU hier austauschen. War, glaube ich, so halbreflexartig. So, dann können wir die eigentlich nochmal einbauen. War, glaube ich, irgendeine der 57 Ti's. So, da kriegst du deinen 9 i5.
So. Und dann kommt hier gerade mal schnell dein Arctic Alpine 12 wieder drauf. Und jetzt müssen wir alles verkabeln. So, da ist ja Gott sei Dank nicht ganz so viel zu tun bei diesem System. Dann läuft dieser PC jetzt auch so, wie es soll. Nice. Gut, das hatten wir ja auch. Müssen wir nur noch Zahlung annehmen. So, einmal hier. Und hier. Nein! Toll, wir haben es geschafft, jetzt schon durch zu sein. Aber hier haben wir noch ein paar mehr Details. Brandneue Karriere muss mehr als 30 Stunden mit individuell zu gestaltender Werkstatt. Finden wir noch ein paar Kleinigkeiten heraus. Erweiterte und verbesserte Planung an Organisation der Aufträge. Soundtrack mit 18 Stücken von Garen Harrison und anderen. Dazu wird auch demnächst ein Video noch kommen zum Soundtrack. Wie bei dem ersten Teil ja auch schon. Mehr als 1200 Komponenten von über 40 führenden Hardware-Produzenten. Mit Aftermarket-Wasserblöcken für Mainboards, RAM und GPUs. Nice. Mehr Möglichkeit, Builds zu exportieren und sie mit Freunden zu teilen. Das ist neu, das weiß ich. Und das ist eine Sache, die haben sich tatsächlich einige Leute gewünscht. Erweitertes Benchmark mit 3D-Mark Port Royal und Cinebench. Also ein Benchmark für RTX und Cinebench, der klassische CPU-Benchmark ist. Dann erweiterte Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, was ich mir ja schon immer gewünscht habe. Apps für thermische Protokollierung, auch eine coole Sache. Feintuning von RAM mit Simulation der CL, TRCD, TRP und TRS-Timings. Für die ganzen Leute, die richtig krass RAM-Overclocking machen wollen, gibt es jetzt auch neue Möglichkeiten. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber sehr cool. Nein, wir werden gezwungen zurückzugehen. Ich wollte doch wenigstens noch die E-Mails lesen. Sind wir dazu nicht mehr gekommen, leider. Das ist allerdings gar nicht so schlimm, denn jetzt, wo wir hier den Karrieremodus durch haben, möchte ich gerne ab dem nächsten Part gemeinsam in den freies Bauen-Modus reinschauen, denn einige der neuen Features sind da ja auch schon zugänglich und da würde ich einfach gerne mal reinschauen, gucken, was so cool ist, was noch fehlt, was ja vielleicht auch so an ja, Hardware eben noch nicht aus dem alten Spiel da ist, was vielleicht aber auch an sich neu ist. Haben wir ja auch schon zum Beispiel DDR5-Rahmen gesehen und so weiter. Und einfach mal gucken, was sich am freies Bauen-Modus so geändert hat, ob die sich da auch noch ein paar Kleinigkeiten einfallen lassen haben, um den ein bisschen anders, besser zu machen als früher. Aber das soll es, wie gesagt, jetzt erstmal hier vom normalen Karrieremodus gewesen sein. Wir werden auf jeden Fall weiter noch die Zeit nutzen, die hier in der Open Beta da ist. Wie gesagt, ein Video zum Soundtrack, habe ich ja gerade eben gesagt, wird auch noch kommen. Und eben zum freies Bauen-Modus auch. Beziehungsweise dazu mehrere sehr wahrscheinlich, weil müsste noch eine ganze Menge Features geben, die wir da ausprobieren können. Aber das sehen wir dann in den dementsprechenden Videos. Lasst mir jetzt noch gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.